Vielleicht wäre es ja ganz nett, wenn wir irgendwas unternehmen. Du hast ein hübsches Lächeln. Glückskekse lügen nie. Superkeks. Ich bin jemand, der jeden Tag in einem anderen Körper aufwacht. Immer so alt wie ich. Nie weit entfernt von dem davor. Nie zweimal derselbe Mensch. Und ich habe nicht den geringsten Einfluss auf irgendwas. Als du Amy durch die Schule geführt hast, war ich Amy. Als du mit Justin am Strand warst, war ich Justin. Das ist nicht möglich. Du hast ein hübsches Lächeln. Hey, ich bin's. Du wachst also schon dein Leben lang morgens auf und... Versuche, den Tag für diesen Menschen zu leben. Klingt total einsam. Ist das aber nicht, weil ich so weiß, wie sich die Menschen unterscheiden und worin wir uns alle gleichen. Warum machst du das? Ich habe bei dir von Anfang an etwas gefühlt, was ich nie wieder missen will. Ich bin so stolz auf dich. Danke. Ich liebe jemanden, der jeden Tag in einem anderen Körper aufwacht. Immer gleich alt, aber immer ein anderer Mensch. Du bist so ein kluger, schöner, netter, lustiger... Freak. Mensch. Michael, wir verpassen unseren Flug! Meine Familie fliegt heute nach Hawaii. Und wenn ich mitfliege, wache ich morgen als jemand auf, der nicht wieder hier landet. Oh mein Gott, der Typ hat null Kondition. Ich muss gehen. Warte! Halt! Wer war das? Ich dränge Alexander aus seinem eigenen Leben und das ist falsch. Was heißt das? Überleg mal, was passiert, wenn wir zwei zusammenbleiben. Wir schaffen das irgendwie. Nichts wünsche ich mir mehr. Was wird aus deinem Leben, wenn ich die Person bin, der du am nächsten stehst? Ich dachte, du wärst weg. Ich gehe nie weg. Außer jeden Tag. Weißt du vielleicht, was eine Nachtnanny ist? Sie kümmert sich nachts um das Baby, damit die Eltern schlafen können. Nichts dabei. Ich möchte doch keine Fremde in meinem Haus. Das klingt wie ein schlechter Film, wo die Nanny versucht, die Familie zu töten und nur die Mutter überlebt und schwer verletzt aus dem Haus kriecht. Überleg's dir einfach mal. Mami, wie siehst du denn aus? Hallo. Ich bin Tully. Ich kümmere mich jetzt um sie. Ich bin's einfach nicht gewohnt, dass man Sachen für mich tut. Den ganzen Tag trage ich ein Baby herum. Und wenn die Nacht kommt, soll ich da einfach so umschalten und sagen, schau mal, wie sexy ich bin? Sie sind leer. Ja. Nein, ich meine auf dieser Seite. In den 20ern ist das Leben super. Aber dann kommen die 30er um die Ecke wie ein Müllwagen um 5 Uhr früh. Frauen schaffen das. Nein, tun wir nicht. Wir tun vielleicht so, aber wenn du genau hinschaust, siehst du, dass alles nur hinter Make-up versteckt ist. Du hältst dich selbst für eine Versagerin. Dabei hast du dir deinen größten Traum erfüllt. Wenn du abhauen willst, dann verstehe ich das, weil ich das auch manchmal gern tun würde. Aber ich tu's nicht. Ich möchte dir gern bei allem helfen. Man muss schon das Ganze behandeln, nicht nur einzelne Teile. Ja, mein Ganzes hat schon lange niemand mehr behandelt. Wie hast du das all die Jahre durchgestanden? Nach allem, was du gesehen hast und was du getan hast. Dass man doch irgendwann kein Mensch mehr. Captain, Sie kennen Chief Yellowhawk.
Die Army will, dass der Chief ohne Zwischenfälle sicher in seine Heimat in Montana geleitet wird. Dieser Indianer, was er getan hat, ist ein Schlechter. Dann werden Sie zwei sich ja prächtig verstehen. Ich habe Wilde getötet, weil es meine Aufgabe ist. Sie haben keine Ahnung, was der Krieg aus einem macht. Ich hasse sie. Ich habe einen ganzen Sack voller Gründe, die zu hassen. Der Befehl wird ausgeführt. Und zwar von Ihnen. Schluss mit der Parade. Leg sie in Ketten. Glauben Sie an den Herrn Joseph? Ja, das tue ich. Aber er verschließt schon lange die Augen vor dem, was hier geschieht. Sehen Sie, wenn wir hier unser Lager aufschlagen, sind wir geliefert. Ich habe alles getötet, was läuft und kriecht. Wenn du das oft genug getan hast, gewöhnst du dich dran. Genau davor habe ich Angst. Jeder hat seinen Teil zu tragen. Wir wissen beide, dass es ebenso du sein könntest, der hier in Ketten sitzt. Manchmal sehne ich mich nach der Endgültigkeit des Todes. Nach der Gewissheit. Und in Momenten der Schwäche muss ich diese Gedanken verjagen. Irgendwas sagt mir, du hast nicht den Mut, die abzufeuern, Weibsbild. Ich habe deine Filme nie vergessen. Cleos Gesicht. Ich habe die Augen bewundert, die du auf Tanklager geklebt hast. Komisch, dass wir uns nicht früher begegnet sind. Wir machen einen Film. Das ist der Plan. Aber was genau? Eine neue Art von Bildern. Mit diesem Wagen fahre ich durch die ganze Welt. Er ist ein mobiler Fotoautomat. Nach 5 Sekunden kommt das Foto raus. Im Großformat. Ich begrüße nur die Kinder. Klar, weil ihr gleich groß seid. Jedes Gesicht erzählt eine Geschichte. Ich bin sprachlos. 1, 2, 3. Ich hätte nicht gedacht, dass das Bild so groß wird. JR erfüllt mir meinen größten Wunsch. Er fotografiert die Gesichter der Menschen, denen ich begegne, damit ich sie niemals vergesse. Schöne Fältchen. Ja, sehr schön. Der Zug fährt an Orte, die du nie besuchen wirst. Du siehst verschwommen und bist zufrieden. Und du siehst alles dunkel und bist zufrieden. Ich soll für sie die Brille abnehmen. Denn Gesichter sind doch schön. Das wäre ein hübsches Motiv für Porzellanteller. Morgen vielleicht ein Plätzchen auf deiner Couch für mich? Kein Ding. Sag grad mein Comeback. Komm in Zug ins Dschungelcamp. Ich komm einfach bei dir vorbei. Was du? Hey, wo seid ihr? Mama? Deine Kuxer-Freunde haben wohl alle keinen Platz für dich, oder was? Kennst du viele Promis? Das sind ja sowas wie meine Arbeitskollegen. Ich hab auch meinen eigenen YouTube-Kanal. Kannst du es nur löschen? Ich bin unterwegs. Du hast einfach so ein 2012-Image. Ich weiß echt nicht, wie ich das verkauft kriegen soll. Country-Burger, da ist Gemüse drin. Das mit Gluten darf ich nicht. Also, wir nehmen von allem, was wir haben, eins. Ja. Oh, einfach. Geht's dir noch nicht so gut? Wir gehen jetzt mal ein bisschen schubsen, ja? Ich muss halt für 16 durchgehen. Ich darf mit? Hast du was genommen? Soll Kiki jetzt so enden wie du? Du behandelst sie wie dein Haustier. Alles, was du anfasst, geht kaputt. Ich hab auch ein Recht, bei Kiki zu sein. Du bist sowieso nur hier, weil du kein Geld hast. Ich bin gern bei dir.
Aber wenn ich jetzt hier noch mehr Gefühlsduselei veranstalten muss, dann kotze ich. Mann, Alter! Wenn dir irgendetwas an Kiki liegt, pack deine Sachen und geh. Ich lass nicht zu, dass du sie so kaputt machst, wie du mich kaputt gemacht hast. Ich dachte, du kommst nicht wieder. Natürlich komme ich wieder, du Spacken. Während dieser 4 Jahrzehnte haben mich fabelhafte Menschen begleitet. Einer verdient besondere Erwähnung, meine Gattin, Lady Sandra Abbott. Ich plane unseren Ruhestand seit 35 Jahren. Dankeschön, Verzeihung. Sandra, was willst du denn hier? Mike hat eine Affäre. Charlie, meine kleine Schwester Sandra. Freut mich sehr. Lady Abbott. Lady Abbott. Vielleicht habt ihr dadurch die Chance, euch wieder näher zu kommen. Ich sehe so glücklich aus. Weil du es warst. Das könnte das Beste sein, was dir je passiert ist. Ich habe Mike fast mein ganzes Leben geliebt und diese Gefühle verschwinden nicht einfach. Komm doch einfach mit in meine Tanzstunde. Das muntert dich vielleicht auf. Wie lief's mit dem Typen aus dem Internet am Wochenende? Ich habe mehr bekommen, als ich erwartet hatte. Ah, ich gratuliere. Nein, er hatte seine Frau im Schlepptau. Anscheinend habe ich statt Schwimmen Swingen auf der Liste meiner Vorlieben angeklickt. Ich bin nicht wie du, Biff. Ich kann mich nicht einfach öffnen wie eine Lotusblüte. Versuchen Sie es einfach. Du musst nur über deinen Schatten springen. In 30 Minuten bin ich startklar. Ich krieg dich in 10 an den Start. Gerald? Gerald? Er war ein reizender Bursche. Hast du keine Angst vor dem Tod? Die Angst vor dem Tod ist eine Sache, Sandra. Es ist aber was völlig anderes, Angst vor dem Leben zu haben. Wer als Letzter springt, ist feige. Ich weiß, wie sehr man den Halt verliert, wenn man plötzlich allein ist. Wird es irgendwann leichter? Ich hoffe. Hattest du wenigstens Spaß? Hatte ich. Steigen Sie ein! Wir wurden für die Bühne entdeckt. Wir fahren nach Rom, in die Stadt der Liebenden. Ich habe meine Schwester wieder. Umwerfend. Danke. Ich meinte die Aussicht. Also Heinz, auf dich und nochmal so viele Jahre. Prost. Wenn man so lange zusammen ist wie wir. Dann ist die Zeit ja schon ein Zeichen dafür, wie gut es eigentlich läuft. Soll ich noch was mitbringen? Dich. Der Junge ist nicht gut für dich. Ja, das ist alles super. Kannst du mir ihre Nummer geben? Okay. Ja. Bist du überhaupt nicht eifersüchtig? Nein. Wieso denn nicht? Das war doch von Anfang an eher Geschwisterliebe. Mein Sachen fehlt! Mach uns jetzt eine Liste mit all den Sachen, von denen wir glauben, dass sie zu der Liebe dazugehören. Und dann machen wir die einfach. Wir spielen den Abend unseres Kennenlernens nach. Kim, jetzt bitte aufhören. Wieso? Wir haben uns ja noch gar nicht kennengelernt. Ich will dich aber nicht nochmal kennenlernen. Herzlich willkommen bei uns hier im Liebeshotel Cheresade. Du bist ich und ich bin du. Ja, schon klar, deswegen ignoriere ich dich ja. Du bist überhaupt nicht leidenschaftlich, nie fickst du mich. Du nervst. Siehst du, jetzt merkst du es selber. Das habe ich doch nur gemacht, weil ich eifersüchtig war. Ey, du bist überhaupt nie eifersüchtig. Jetzt bin ich aber eifersüchtig. Jetzt ist es vorbei. Ihr benehmt euch wie zwei unzufriedene Kinder. Beziehung ist Arbeit. Eigentlich war ich ja immer ein bisschen neidisch auf dein Glück. Aber in letzter Zeit bist du einfach nur ein unzufriedenes Arschloch. Meinst du eigentlich, ist es geil, immer die quengelnde, ätzende, nervige Freundin zu sein, die alles will? Du willst keine Kinder, du willst nicht heiraten. Wenn man nichts will, dann hat man noch nichts zu verlieren.